Hallo zusammen. Viele Leute haben Probleme, den DualSense Edge Controller mit Zen und PS5 zu verbinden. Ich zeige Ihnen, wie Sie dies über Bluetooth oder eine Kabelverbindung tun können. Überprüfen Sie zunächst, ob die Controller-Software die neueste Version ist. Gehen Sie zu den Konsoleneinstellungen, dann zu Zubehör und dann zu DualSense Edge. Hier können Sie überprüfen, ob Sie eine neuere Version der Software herunterladen können. Wenn Sie die neueste Version haben, fahren wir mit dem nächsten Schritt fort. Installieren Sie das neueste Zen Studio und aktualisieren Sie Zen auf Version 2.2.3. Wie das geht, erfahren Sie in meinem vorherigen Video. Der Link zum Video wird in der oberen rechten Ecke angezeigt. Wenn Sie bereit sind, können wir loslegen. Verbinden Sie im ersten Schritt Ihren Zen mit Ihrer PS5 oder Ihrem PC und koppeln Sie Ihren DualSense Edge Controller mit Ihrem Zen. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche auf der linken Seite von Zen, um den Kopplungsmodus einzuschalten, und halten Sie dann die Share- und PS-Tasten auf dem Controller gedrückt, bis das Licht auf dem Controller blau wird. Sobald Sie den Controller mit dem Zen verbunden haben, trennen Sie den Zen von der PS5 oder dem PC. Schließen Sie Ihren normalen DualSense-Controller an den A1-Anschluss auf der linken Seite des Zen an, verbinden Sie dann den Zen mit der PS5 und wenn der Controller orange leuchtet, halten Sie das Touchpad 2 Sekunden lang gedrückt. Dann müssen Sie zu den Konsoleneinstellungen und zur Registerkarte Zubehör gehen. Stellen Sie hier sicher, dass Bluetooth ausgeschaltet ist, und schalten Sie dann das Zubehör aus. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie L3 und R3 gleichzeitig gedrückt, bis das Licht auf Zen rot, grün, blau wechselt. Sie können diesen Schritt nicht überspringen, wenn die Skripte ordnungsgemäß funktionieren sollen. Schalten Sie den DualSense Edge Controller ein, indem Sie die PS-Taste auf dem Controller drücken. Das war's, Sie können den Edge Controller mit Bluetooth verwenden. Lassen Sie uns überprüfen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Nachdem wir überprüft haben, dass im Spiel alles funktioniert, zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren DualSense Edge Controller mit einem Kabel verbinden. Durch die Verbindung mit einem Kabel erhalten Sie eine stabilere Verbindung und eine geringere Latenz, aber denken Sie daran, dass Sie bei Verwendung eines zweiten Controllers Funktionen wie Waffenerkennung, Anti-Rückstoß-Rumble oder Adaptiv nicht nutzen können. Der Edge Controller vibriert, die adaptiven Trigger funktionieren auch, aber der Zen erhält keine Informationen darüber. Um diese Funktionen zu nutzen, müssen Sie einen normalen Controller verwenden, der an Port A1 angeschlossen ist. Derzeit gibt es keine andere Möglichkeit, den Edge-Controller für PS5-Spiele mit Zen zu verbinden. Sie können den Edge-Controller auch ohne normalen Controller verwenden, aber Sie können nur Spiele auf der PS4-Version spielen. Um DualSense Edge mit Kabel zu verbinden, müssen Sie auch einen normalen Controller verwenden, der an Port A1 angeschlossen ist. Verbinden Sie alles, wie ich Ihnen zuvor für die Bluetooth-Option gezeigt habe. Dieses Mal drücken Sie nicht die PS-Taste auf dem Controller, sondern schließen das zweite USB-C-Kabel an den A3-Port an und verbinden das Kabel dann mit dem Controller. Das war's, Sie können den Edge-Controller verwenden. Jetzt los und viel Spaß! Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Wenn es für Sie hilfreich war, abonnieren Sie den Kanal und hinterlassen Sie ein Gefällt mir. Dies wird mir helfen, den Kanal weiterzuentwickeln und weitere Videos für Sie vorzubereiten. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kommen Sie zu einem der Discord-Server. Dort finden Sie kostenlose Hilfe und viele kostenlose Skripte von den besten Entwicklern. Links dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Sie weitere Anleitungen suchen, besuchen Sie den YouTube-Kanal von Elmiming oder die Facebook-Gruppe von Elmiming. Denken Sie daran, keine Skripte zu kaufen, denn 99% der verkauften Skripte sind Betrug. Dies sind einfach kostenlose Skripte mit geänderten Namen. Wir sehen uns im nächsten Video.